Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge für unseren tollen Fiat Polski, dem 126P Malusch. Ja, wir werden heute, wie es üblich ist, in der zweiten Folge die Motorhaube ein paar Teile dran bauen, also hier ein paar Verstrebungen unten einsetzen. Und da das eigentlich relativ schnell von der Hand gehen sollte, machen wir noch die Folge Nummer 3. Und in Folge 3 gibt es gewohntermaßen immer ein Rädchen samt Felge. Genau, das werden wir dann im zweiten Teil machen. Und ja, falls es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr freuen. Und ja, an den Kommentaren dürft ihr euch gerne auch beteiligen. Und ja, ich würde sagen, hier kommt mal ein Stück näher ran und dann kann man schon Schrobenträger in Action sehen. So, startfrei. Wir haben jetzt einmal in der zweiten Ausgabe die Motorhaube. Das ist dieser tolle Deckel hier. Machen wir ein Stück weg, so. Dass ihr es besser seht. Auch sehr schön in Glanzoptik lackiert. Dann hier diverse Verstrebungen. Dieses aus Plastik und dieses aus Metall und das auch aus Plastik. Dann haben wir hier zwei so eine Scharniere und drei Beutel Schrauben. Einmal CM, was haben wir hier? EM und BM. So, das machen wir erstmal. Und ich habe mir schon die Anleitung auf dem Computer schon zurechtgelegt. So, dass wir hier direkt starten können. Und zwar, wir brauchen als erstes mal die Schrauben alle griffbereit. Ihr könnt ja auch immer eine wieder zurück im Beutel legen, beziehungsweise wenn sich einzelne Bauschritte wiederholen, dann sind pro Bauschritt, also für rechts und links dann zum Beispiel, immer jeweils eine Reserveschraube dabei. Obwohl, brauchen wir Schrauben-BM eigentlich? Muss ich gleich mal gucken. Ansonsten kommen die dann eh gleich in die Sammelbox rein. So, ich lasse das mal so die Tütchen hier daneben liegen, dass ich weiß, was was ist. So, wir brauchen also als erstes die Schrauben CM. Die stecken wir uns schon mal hier drauf. Dann brauchen wir als nächstes diesen aus Metall, der hier so einen Bogen hat. Ja. Und dann drehen wir uns den hier einmal so rum, dass wir die Scharniere, die wir jetzt als nächstes brauchen, legen wir jetzt hier so drauf in diese Kastenaussparung hier rein. Und zwar hier ist wichtig, dass dieser Bogen hier einmal drüber zeigt, ja, und schrauben das dann hier fest. Bei den Metallschrauben immer ein bisschen sachter anziehen, dann Wackelprobe machen, wackelt es noch, dann ein kleines bisschen nachdrehen, dass ihr hier nicht Gefahr lauft, die Schrauben zu überdrehen und dann abzubrechen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Plastikteile, da ebenfalls vorsichtig walten lassen, weil da hat man schnell das Gewinde auch überdreht und dann kriegt man die Schraube nicht mehr fest. Also immer zaghaft anziehen, also was heißt zaghaft, schon ein bisschen mit Rums, weil sonst kommt ja nicht weit mit Schrauben. Dann wie gesagt Wackelprobe machen, die wackelt noch ein bisschen, dann nochmal ansetzen, mit Vierteldrehung nachziehen und dann ist es fest. So. Okay, als nächstes nehmen wir uns jetzt dieses gebogene Plastikteil, das große, dann unseren Motorhaubendeckel, drehen ihn jetzt einmal so rum, dass quasi die vordere Schnauze zu uns zeigt. Wir brauchen diese vier Löcher hier oben, drehen jetzt dieses Teil so rum, dass diese Zunge von uns weg zeigt, ja. Und setzen dann das jetzt hier so oben ein, ich zeige es gerade eben nochmal im Detail. Na, so, einmal mit Licht. So rum hier oben drauf. Und da brauchen wir die Schrauben EM. Und machen das jetzt hier mit vier Schräublern daran fest. Die bedarfen auch nicht viel Umdrehung.
wie gesagt, wenn ihr unsicher seid, ich zum Beispiel drehe die Schrauben einmal rein, dass das Teil einmal fixiert ist. Mache das mit allen und dann drehe ich nochmal nach. So. Okay, gut. Das passt. Dann brauchen wir als nächstes die dritte Verstrebung, dieses kurze Teil, und bauen dieses jetzt so ein, dass diese Lasche hier mit dem Stift hier oben, muss jetzt hier mittig genau drüber zeigen. Heißt also, wir nehmen das Teil und legen es einfach nur so hier drüber. Brauchen dann jetzt wieder Schrauben EM, zwei Stück. So, einmal fixieren. Und dann vorsichtig nachdrehen, bis man den Widerstand merkt, dass es fest ist. So, das haben wir gemacht. So, dann kommen jetzt als nächstes, drehen wir uns die Motorhaube einmal um, dass die Schnauze nach vorne zeigt. Nehmen uns dann jetzt dieses Bügelteil oder diese Verstrebung hier, wo die Bügel dran sind, und schrauben die jetzt mit 6 Schrauben BM so hier rum drauf, ja, dass diese Bügel nach außen zeigen. So, dann nehmen wir uns die Schrauben BM, fixieren das einmal hier kurz in der Mitte, dass das Teil einmal nicht mehr wegrutschen kann. So, nachdem wir alle 6 drin haben, ziehen wir nochmal jeder einzelne ein Stück nach, um sicher zu gehen, dass alle fest sind. Die hier zum Beispiel auch noch locker. So, ne? Und dann haben wir das. Oh, fertig. So, dann können wir das hier gerade nochmal gucken, wie das jetzt hier mit der Frontschürze schon aussieht. Und das sieht schon richtig cool aus, ne? So. Wie ein richtig schöner Fiat. Sehr geil, gefällt mir. So, also, das war es jetzt erstmal für den ersten Teil des Videos. Wir gehen weiter zum zweiten und bauen noch eben das erste Rad zusammen. Dafür brauchen wir dann gleich unsere Schrauben DM. Da haben wir hier 4 Stück drin im Beutel. Schon mal rausnehmen. Tütchen daneben. So, dann haben wir jetzt hier einmal das Profil. Und zwar sind das hier 135er Breite auf 12 Zoll. Und sind hier von der Marke Stomil oder wie man das auch immer ausspricht. Sehr schön. So, dann brauchen wir als erstes mal die Außenfelge. Ist quasi das Metallteil, wo die 3 Schraubkappen da außen zu sind, beziehungsweise hier diese Wulst in der Mitte zu sehen ist. Das legen wir uns einmal hier gewohntermaßen so in den Reifen rein, drehen das Ganze dann einmal um, nehmen dann die Innenfelge und legen die jetzt passgenau über, also quasi diese Löcher hier passgenau über die Schraublöcher. Das fällt jetzt bei dem nicht schwer, weil da das Profil relativ schmal ist. So. Und da seht ihr schon, das ist nur jetzt hier vom Reinlegen, liegen die 2 Felgenmäntel schon ineinander. Da hat man ja bei den größeren Profilen immer ein bisschen mehr Probleme, weil man die noch zusammendrücken muss. So, und dann nehmen wir uns jetzt hier diese Schrauben DM, fixieren das einmal und drehen es dann gewohntermaßen danach wieder fest.
Okay, so, dann kommt jetzt als nächstes, haben wir jetzt hier noch das Luftventil. Das ist ja bloß so ein ganz kleiner schwarzer Stift, ich muss aufpassen, dass er mir jetzt nie von der Pinzette wegschnipst. Den stecken wir hier außen, da ist so ein ganz kleines Bohrloch, da stecken wir den ein, auf der Außenfelge. Und da war er weg, scheiße. Gut, muss ich das nachträglich machen, den gleich suchen. Dann machen wir gerade mal mit den Dingern weiter. Und zwar haben wir jetzt hier noch den Handbremsbetätigungshebel. Das ist dieses Teil hier. Das sollen wir jetzt noch hier außen aufstecken. Und zwar passt der nur in eine Richtung drauf hier. So, einmal andrücken. Dass das Teil dann so aussieht. Okay, und das war's dann theoretisch. Also wir heben dann quasi diese Radnabenkappe, die heben wir uns auf, dann die Bremse, Bremsscheibe wird das wahrscheinlich sein, dann diesen Distanzring, den brauchen wir später dann hier für die Felge, ja. Und dann mache ich mich jetzt noch auf die Suche nach dem Ventil. Ich hoffe, ich finde es, weil das Teil ist wirklich ultra klein. Und genau, dann war es das erstmal für heute. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon wieder für heute. Wir haben jetzt hier die Motorhaube, ja, samt Verstrebung in. Dann haben wir unser erstes Rad. Das kleine Ventil, was mir weggesprungen ist, habe ich gefunden. Das steckt jetzt auch da drin in der Felge. Genau, und dann haben wir noch unsere drei Bauteile, die wir noch für die nächste Folge aufheben, die noch zum Rad gehören. Und ja, schaltet einfach zur nächsten Folge wieder rein, da geht es dann mit dem Motor schon los, mit den ersten Bauteilen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Macht's bis dahin gut, ciao, euer Sebastian von DevMyModels.at.